Willkommen zurück bei Let's Play Yu-Gi-Oh! 5D Stardust Accelerator World Championship 2009. So, uns steht der, wie heißt der, ist die Musik ein bisschen laut, ja, passt eigentlich, ne? Uns steht der Fortune Cup bevor. Mein Gott, hatte grüne Haare, oh mein Gott! So, rennen, ist gesund und ist gut für die Beine und fürs Herz würde ich nicht sagen, aber ja, vielleicht doch, keine Ahnung, ich bin kein Sportler. Sportler wissen sowas. Na jetzt aber! Oh Mann, meine Tastatur ist irgendwie ganz fettig, keine Ahnung warum. Ich reinige es mal, Moment, wenn wir latschen. Habe ich da irgendwas zum Reinigen? Ja, die flacken T-Shirts, ich benutze es einfach mal. So, und jetzt ein bisschen reinigen. Ist ja ein bisschen fantastisch gut für eine Tastatur, wenn man die. Ups! Wenn die immer reinigt. Scheiße, was macht der Kevin da? Okay. Wir müssen wieder zum Stadion. Dort findet es nämlich wieder statt. Jetzt kommt man! Kürmann! Hallöchen, ich würde gerne am Turnier teilnehmen. Ja, komm, ich möchte hier teilnehmen, jetzt auf zu quatschen. Ja, hier ist die Einladung. Bla bla bla. Ja, komm. Wir müssen da extra speichern, wenn doch, dann speede ich das Ganze. Ach, das ist ein Turbo-Duell. Na gut, wir bräuchten demnach noch ein paar bessere Karten. Ladies und meine Damen und Herren, willkommen beim Fortune Cup. Keine Ahnung. Bla bla bla. Ja, es geht los. Ja, das erste Match ist gegen Trash. Den kennen wir ja. Jetzt kommt die Überraschung des Jahrtausends. Na ja, gut, ich übertreibe. Sag mal, dieses Let's Plays. Ja. So, Duellmodus gestartet. Turbo Duell, jetzt wird aufgedreht. Bitch. Okay, ich habe das Gefühl, dass wir verlieren werden, aber Gefühle können einem auch täuschen. Okay, wir fangen als Erster an. Na, jetzt. Es dauert ein bisschen, bis es losgeht, okay. Gut, wir haben Krebans und drei Michaelschen. What the fuck? Na gut, dann setzen wir Krebans erst einmal. Falls er angegriffen wird, können wir den Effekt aktivieren. So, aber zuvor setzen wir die noch verdeckt, falls er irgendwie versucht, sich noch ein Monster zum Angriff aufs Spielfeld zu rufen. Was auch passieren wird. Sein stärkstes Monster ist Goldwächter. Ein heftiges Synchro-Monster, das das gegnerische Monster übernimmt, das es zerstört. Er greift mit Gonogo an. Aktivieren den Effekt von Krevon, damit es auf dem Feld bleibt. Verlieren wir zwar jetzt mehr Lebenspunkte, als wir eigentlich verlieren dürfen. Aber jetzt können wir dafür eine Synchro-Beschwörung machen. Indem wir Krevons jetzt mit Michaelschen kombinieren. Ungefähr, als würde ich sagen wollen, hey, wir können keine Synchro-Beschwörung machen. Egal. Aber wir haben doch. Ach, Krebans hat Stufe 2. Sag mir es doch gleich. Endfast. Gott. Go. Hoffentlich spielt der Monster und greift an, dann können wir unsere Falle verwenden. Ja, jetzt spielen Monster! Nein, keine Zaubern, Monster, bitte. Ein Monster, bitte, danke. Ninja Master Sasuke. Kenne ich. Die Karte hatte ich auch mal. Habe ich aber dann getauscht. Keine Ahnung warum. So, magischer Armschild und jetzt holen wir uns das gegnerische Monster. So, und bitte greift es mal an, dankeschön. Gonogo, sein Empfänger ist nun down, er verliert 50. Ist gut. Was ist der Effekt? Den kenne ich gerade nicht, den Effekt. Ah ja, das Monster, das ist das zerstört, das verdeckt gesetzt. Er deckt es wiederum wieder auf, naja. Jetzt kommt der Schöpfer. Dramatische Musik, Trommelwirbel, der Schöpfer kommt aufs Spielfeld. Hoffentlich hat er nichts dagegen, das wäre ärgerlich. Und es ist Abend. So, es kommt der Effekt, schmeißen wir einfach mal ein Mechahäschen ab, ist ja egal. Und holen uns Krebons wieder, das ist gar nicht so schlecht. So, Krebons, wir hätten auch Empfängerkrieger abschmeißen können, dann können wir es die mit dieser Falle herholen. So, sein Satz 1,8 und unser Schöpfer hat 2,5. Ja, zerstören wir es einfach mal. Oh Mann. Jetzt alle Monster in die Verteidigungsposition. Er ist dran, er zieht, kriegt eine 10-Marke.
Ach, was machst du jetzt? Er spielt Krebons. Ich glaube, er will Synchro machen. 4 plus 2 sind 6. Er könnte eine machen. Was? Ah, zerstört Almos in verdeckter Position. Gedreckseffekt. Gute Kombi, dass er die Falle da gespielt hat. Na, gar keine Synchro. Denk bloß nicht dran. Brav. So. Na, besonders begeistert bin ich nicht von der Falle, die wir gezogen haben. Wir müssen aber sein Krebons down kriegen. Vielleicht, ich versuche mal einen Doppelkill, vielleicht klappt der. Und ich hoffe, dass er nicht den Effekt von seinem Krebons aktiviert. So, Doppelkill. Ah, er will sein Krebons auf dem Feld behalten. Er will eine Synchro machen, vermute ich. Na gut, wenn wir rechts haben, verliert halt 1600 Lebenspunkte zusammen. Und Endphase. Ja gut, falls er Goya weiterruft, haben wir ein Problem. Dann können wir unsere Monster nicht mehr vom Friedhof rufen, weil sie ja schon auf dem gegnerischen Feld sind. Ach, und er macht auch, er ruft jetzt ein Goya-Wächter, ne? Ja, macht er. Scheiße, das ist sein stärkstes Monster. Ist heftig, muss ich zugeben. Ja, jetzt greift er unser Monster an, was zu erwarten. Und übernimmt es unter seiner Kontrolle. Und das Schlimmste ist, er kann zusätzlich noch mit damit angreifen. Ein mieser Effekt. Daher ist Goya-Wächter eine starke Karte. Ja, jetzt opfert er unser Monster. Das ist gut. Denn jetzt können wir es vom Friedhof zurückholen und holt 20 Handschellen da. Jetzt kommen unsere zwei Fallen. Die erste holen wir unseren Mecha-Häschen zurück, damit wir ein Synchromaterial-Monster haben. Und jetzt kommt unsere zweite, damit holen wir uns den Empfängerkrieger wieder und bereiten eine Synchro-Beschwörung im nächsten Zug vor. So. Wir sind dran. Wurmbasis. Was ist der Effekt? Hab ich vergessen. Okay, setz ein verdecktes Monster in die Angriffsposition. Wie viele Stufen haben wir jetzt? 3, 5 und... Ja, gut, das seht nicht. Das ist ja Empfänger. Jetzt könnten wir theoretisch sogar 2 Synchro machen. 5. Ja, 5 Sterne. Bringt nicht viel. 7 haben wir 7. 7, 7, 7. 1400, 1600. Wie viel hat sein Goya-Wächter? Ja, sein Goya-Wächter ist stärker. Das ist ein Problem. Wenn wir einen Synchro-Monster rufen, dann zerstört er sofort mit seinem Goya-Wächter. Das heißt, wir bräuchten jetzt irgendwas, um uns zu schützen. Ja gut, Krebons kann nicht im Kampf zerstört werden. Das kann ein Vorteil sein, vielleicht könnten wir den Angriff auf Krebons richten, dass er nur Krebons angreift und wir warten, bis wir eine Fallenkarte oder was gezogen haben, was unser Monster verstärkt, damit wir seinen Goya-Wächter platt kriegen. So, ich hoffe, er greift Krebons an mit seinem Goya-Wächter. Ja gut, der holt sich noch mehr Monster aufs Spielfeld. Was holt er sich? Den Schöpfer hätte ich mir geholt. Aber er holt sich nur Sasuke. Sasuke hat sich an den Naruto, Name bei Naruto. Hab noch nie Naruto gesehen oder ein, zweimal vielleicht Naruto gesehen, aber besonders gut kennt tue ich es nicht so. Aktiviert den von Sasuke. Ja gut, er macht so, er verteilt die Angriffe. Gar nicht dumm, was er da macht. Ich hätte vermutet, dass die KI Krebons angegriffen hätte. Auf die KI kann man sich nie verlassen. Ja gut, jetzt kommt wieder dieser nervige Effekt von seinem Goya-Wächter, der mich langweilt. Ja gut, Krebons will ich auf dem Spielfeld behalten. Na, solange wir immer 800 Lebenspunkte opfern, sind unsere Lebenspunkte unberührt. Ja, halbwegs unberührt, sagen wir so. Ja gut, die Staubtornado, zauber Feinkeile bringt uns auch nichts weiter. Seufzt. Das können wir uns noch verteidigen. Hm. Sehr ärgerlich. Wir können aber ein Michaelchen von ihm zerstören. Zack. Ja. Kämpfen wir zum Vampir. Es langweilt mich, es langweilt mich. Ich spule jetzt vor, ich spule jetzt vor, ich spule jetzt vor, ich spule jetzt vor. Und Staubtornado, und Staubtornado, und Staubtornado, und Staubtornado macht seine Falle kalt. Und warum hat er die Falle aktiviert? Ich verstehe es nicht. Naja, soll mir recht sein. Was macht er denn? Was macht er denn? Jetzt können wir seinen Goya-Wächter vielleicht kaputt machen. Er hat nur 2000 Verteidigungen.
Und unser Monster hat 2100 Angriffspunkte. Gut, dann greifen wir jetzt an. Wir greifen jetzt an. Und machen so guter Wächter Platz. Sein guter Wächter ist ja jetzt tot. Jetzt zur Endphase. Hoffentlich holt er sich nicht wieder vom Wiederhof zurück, weil das wäre ein großes Problem. Oh, was macht er? Er ruft sich eine Riesenratte aufs Spielfeld. Oh nein, Schildstoß. Oh nein, es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus. Und ich vertippe mich dauernd, das sieht auch nicht gut aus. Nein! Wir verlieren! Nein! Naja, ist nicht tragisch. Ja komm, das langweilt mich einfach. Diese ständige, ich bin tot! Gut, kaufen wir uns ein paar Synchro-Karten oder Synchro-Karten hier. Ja, ein paar Geschwindigkeitskarten für unser Deck. Eigentlich wollten wir ja einen neuen Ding kaufen, wie heißt, Structure Deck, aber Zauber, 10 Marken sind hier das A und O bei einem Turbo-Duell. Ja, die können wir uns nachher anschauen. Oh, die ist heftig. Gut, gezogen haben wir. Schwerstimm können wir aufwenden. So, dann basteln wir uns ein Turbo-Duell-Deck. Kriegermonster können wir nicht verwenden, weil die spielen zu sehr auf Ausrüstung. Und Ausrüstungs-Turbo-Karten gibt es hier nicht. Vielleicht müssen wir jetzt ein bisschen unser Deck anders erstellen. So. Was haben wir denn für Monster? Wir haben zu Recht wenig für die Weite unseres Spielstandes. Vielleicht sollte man ein Verteidigungsdeck bauen. Das wäre mir allerdings. Ups, das habe ich glaube ich ein bisschen verschoben. Ich schieb's mal wieder zurecht. So. Ja, die ist gut. Die hat mich noch nie enttäuscht. Aber ich habe sie allerdings noch nie verwendet. Lol. Andere Sockhoff, die können wir reintun, aber die spielt eher auf Deckzerstörung. Die ist ganz fies, die können wir einmal reintun vielleicht. Rote Gärken können wir nicht nehmen, die ist verboten. Was ich mich frage, warum, weil dann könnte man die doch raustun. Aus dem Spiel meine ich, wenn man die nicht allgemein spielen könnte. So, ich will Karten reintun, die den Gegner zerstören, also. Ja. Die Karten halt des Gegners zerstören, ihr wisst, was ich meine. Göttlicher Zorn können wir auch noch einmal reintun, die wird uns in einer Notsituation gut helfen. Elfenbox ist eine schöne Karte, Staubtornado ist blöd. Muss mal kurz nachdenken. Was haben wir denn da? Goblin-König? Naja. Geld zu Fuma ist, naja. Die können wir reintun vielleicht. Ich tue es jetzt nur grob rein, ihr kennt es ja. Immer grob reintun und dann tun wir es verfeinern, die Karten. Higo Cargo Sushi. Er mag Sushi, deswegen das heißt er so. Ja, die können wir reintun. Krebon tun wir rein, ganz klar, die können wir rein tun. Exodia, rechter Arm und rechtes Bein. Naja, einmal können wir die auch rein tun, die ist auch nicht schlecht. Komm, Michael, den tun wir rein. 1, 2, 3. Bauen wir uns ein Verteidigungsdeck auf. So, kommt auch noch rein. Die ist auch verboten. Man kann eine Feingeil sofort spielen. Warum ist die verboten? Ne? Konami. Warum ist die verboten? Sagt es mir. Schreibt mir denn bitte eine E-Mail, warum diese Karte verboten ist. An jankakakimod2@live.de. So, die kommt auch noch rein. Die ist fies, die ist fies. Ne, die tun wir nicht rein, weil wir selber sehr viel feine Karten. Ja, Empfänger wäre nicht schlecht. Regiegebrecher ist auch nichts vom schlechten Eltern. Verstärkung, Selbstzerstörungsknopf machen unentschieden, lol. Schlangenhühnchen, dann gibt's heute gebratenes Hühnchen, lecker, lecker. Die ist auch nicht, nicht schlecht, die habe ich auch in Real, in meinem echten Deck. Naja, die können wir reintun. Ja, Feinkontrolle, Spalt.
dunkle Welle wäre auch nicht schlecht. Oder kalte Welle, was auch immer. Die kommt rein, die kommt rein. Aufschlagen können wir auch noch reinsetzen. So. Ryokyu. Jetzt haben wir eigentlich schon alle Zauber. Ich gehe es nochmal durch. Was haben wir denn noch? Ja, heimlicher Vogel können wir auch noch reintun. Wenn wir ein Verteidigungsdeck haben, dann können wir sogar ein Burner-Deck machen. So. Ja. Warum nicht die auch noch? Soll ich ein Burner-Deck machen? Ja, ich glaube, ich mache ein Burner-Deck draus. Da müssen wir die ganzen Monster mit hohen Angriffspunkten raussetzen. Und brauchen Monster mit einer hohen Angriffskraft. Ja, die würde uns eigentlich schaden, weil immer wenn Gegner Schaden, immer wenn Monster dem Gegner Schaden zufügt durch Kampf, dann wird es auf die Hand zugeben. Ich glaube, mit dem bin ich soweit zufrieden. Wir haben 44 Karten. Ist ein bisschen viel, glaube ich, dass die mystische Tomate nochmal raus und die kommt auch noch raus. Ja, dann können wir auch einen raus tun. So gut ist die eigentlich auch nicht. Eigentlich bräuchten wir auch nur einen hier. Oder wir haben zu viele Zauberkarten. Kalte Welle kommt raus, weil die ist eigentlich eine Angriffskarte. Wenn man angreifen will, setzt man Kalte Welle ein. Gut, dann brauchen wir Karten, die ihm Schaden zufügen. Jetzt können wir auch reintun, die ist auch nicht schlecht. So, probieren wir es mal mit diesem Deck. Wir nennen es natürlich wieder. So, ja, Starterdeck ist LOL, aber es gibt besseren Namen. Soll ich das Deck nennen? Burner Deck. Schnelles Brennen. Ich nenne es schnelles Brennen. Das klingt gut. Schnelles Brennen. Okay. ja, ist zwar nicht gerade der beste Name. Ich weiß, aber normal. So, schnelles Brennen. Unser neues Turbo-Deck. Ich muss lachen. Warum muss ich lachen? Das ist echt ernst. Warum lache ich? So, jetzt spiele ich nochmal, damit wir schnell, wie es geht, rüberkommen. Und hier kommt auch schon eine neue Musik. Diamant und Pearl und Platin. Legendäres Trio Battle Music. Habe ich alle gefangen. Es ist ein schönes Spiel zu einer schönen Musik. Also, ja, es ist eine schöne Musik zu einem schönen Spiel. So ist es richtig. Pokémon Platin, Diamant und Pearl. Und hier kommt wieder Gequatsche. Das ist sowas von langweilig. So, hier ist schon wie dieser Arsch. Dieses Arschgesicht. Und es geht los. Dann mache ich hin. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Es ist ja schon 21:30 Uhr abends. So, es geht jetzt los. Ich zieh meine erste Karte. Karte. Gut, setzen wir zuerst Golem Wachposten verdeckt. Und Raikik. Ja, gut, die können wir uns auf jeden Fall zur Golemwächter spielen. Aber was soll's, so Endphase. Irgendwie spielt der Golemwächter in jedem Duell. Also immer wenn ich gegen den spielt er seinen scheiß Golemwächter und ich verliere. Aber das Spiel wird noch viel nerviger, das ist ja gerade Pillepalle, was hier noch abgeht. Das Spiel wird noch nerviger. Warum setze ich meine Falle ein? Bin ich bekloppt? Unser Monster war genau, ach egal. Dann hat sich der Kelvin mal wieder vertippt. Warum habe ich Matase der Zapper drin? Warum habe ich Matasa der Zapper in meinem Deck? Bin ich geworden. Naja, egal. So, Matasa kann zum Glück zweimal angreifen. Das heißt, der fehlt einfach so 1800 Lebenspunkte. Achso, andere Karte, ja gut, das ist unsere Kirchenbrecher. Ersetzen wir göttliches Dings da verdeckt, göttliche irgendwas mit göttlich, göttliche Welle, weiß gar nicht. So, neue Musik ist eingetroffen, Pokémon Black and White Music, Rare White Battle, Pokémon Battle.
Ja, zerstört, oder was will er zerstören? Ja, Golem-Wachposten will er zerstören, ja, das schadet ihm allerdings nur. Edge Badge und so muss an die höhere Defense da ins Arschkarte gezogen. Haha. So, übrigens kommen morgen zwei Yu-Gi-Oh-Parts, heute kommt allerdings nur eine, weil ich so wenig Zeit hatte. So. Okay, flippen wir unser Monster wieder und greifen einfach neu mit Matase an. Ich hoffe, er hat Spiegelkraft, damit würde er seine Pfeile verschwenden. Oder auch nicht, das würde mich sogar noch mehr freuen, weil jetzt verliert er einfach so wieder Lebenspunkte zweimal. Obwohl unser Monster eben nicht einmal besonders bedrohlich vorkommt. Okay, dies erstmal verdeckt, ist klar, Endphase. Er hat bereits ungefähr die Hälfte seiner Lebenspunkte verloren, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und selbst wenn er sein Stärkstes ruft, haben wir immer noch Regiegebrecher. Und falls er irgendeine Schandtat mit so einem Effekt vorhat, haben wir göttliche Zorn. Göttliche Zorn heißt die Karte, genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. Na gut, greifen wir mit Matasa nochmal an. Egal was er verdeckt hat, ist ja nicht besonders gut, unser Monster. Ist ja quasi nur ein Versehen, dass wir die drin haben. So, und jetzt greifen wir nochmal an, das fügt ihm schön Lebenspunkte Schaden zu. Mann, ihm ist ein Krebons aber ganz schön wichtig. Bist du wie Raphael aus dem Yu-Gi-Oh! Staffel 4. Eieiei, so. Was macht er jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Was er vorhat mit seinem Deck? Was macht er jetzt? Er macht gar nichts gut. Er macht gar nichts. Das ist gut, denn jetzt haben wir eine andere Taktik, ja. Ich greife jetzt Krebons weiterhin an und er zahlt wieder 800 Lebenspunkte, um sein scheiß Monster auf seinem Feld zu behalten, aber das kann er jetzt nur noch einmal machen. Ah, was? Ist der bekloppt? Erst aktiviert er den Effekt von Krebons und dann kommt Spielkraft, also. Ich frag mich, was das soll. Der hätte sich seine Spiegelkraft schon vor 3-4 Runden setzen können. Aber naja, soll mir recht sein. So hat er seine stärkste Falle verschwendet. Und das darüber bin ich glücklich. Dann jetzt ja. Haben wir einen guten Vorteil, ja. Guten Vorteil. Ja, einen guten Vorteil. So wie es die Sachsen sagen. Einen guten Vorteil. So, das sind wir jetzt unsere Karte. Ich will gerne die Gorka Sächsisch. Das ist wahrscheinlich Gorka Sächsisch, oder? Keine Ahnung. So. Unser Elfenschwertkämpfer. Und greifen Krebons wieder an. Er kann seine Effekte aktivieren. Muss er aber nicht. Aber er macht sie trotzdem und hatte nur noch 200 Lebenspunkte. Eieieiei, gut, dann aktivieren wir jetzt unseren Effekte und schmeißen kleine Kühnchen ab. Oh nein, jetzt kommen dunkle Dings der Bestechung und wir dürfen eine Karte ziehen. Ah, und damit werden wir gewinnen. Im nächsten Zug werden wir gewinnen. Spätestens im übernächsten. Wir müssen jetzt einfach mal Michael wegsetzen und aufdecken, dann haben wir es schon geschafft. So, was hat er? Will Leute langweilt mich und Goyo-Wächter ebenfalls. Goyo-Wächter ist eine Langweiler-Karte. Jetzt kommt unser Waikiki-Brecher und wir machen seinen Goyo-Wächter platt. PLATT. So, was hast du davon? Arschloch. Das ist mein Arschloch, Sir. Ja, ich weiß. Okay, wir sind dran, wir ziehen die Karte wird uns jetzt helfen. So, mach mal deine ganzen Fallenkarten und Zauber weg. Ach komm, das ist wieder verwenden, was verwenden geht, obwohl es nichts bringt. Diese Karten bringen alles nichts. Wir können die Moden immer wieder switchen. So, weg mit deinen verdeckten Ossi-Karten. So. Also jetzt greifen wir einfach mal an, ne? Er kann nichts dagegen machen und wir haben ihn gewonnen. Juhu! Er verliert eine 10-Marke, aber egal. You win!
You win, you win, I win. Okay, wir haben gewonnen. Yeah, das ist schön. Yeah. Jetzt haben wir zwar noch 5 Minuten. Was machen wir die letzten 5 Minuten noch? Was machen wir die letzten 5 Minuten noch? Was machen wir in den letzten 5 Minuten noch? Keine Ahnung. Was machen wir in den letzten 5 Minuten noch? Kein Plan. Kein Plan. Wir können World Championship mal was schauen. Gespeichert haben wir gerade. So, continue. WC. Ein neues Take-Team-Gegner. Ja, jede Menge neue Sachen. Okay, was haben wir denn neues freigeschaltet? Geh mal auf CPU, der ey. Krebons haben wir freigeschaltet. Ist ja lustig. Take Settings, was ist das? Ah, Take Team Partner. Ist Blister momentan nur, wenn wir aber gegen den, gegen unseren alten Take Team Partner antreten, dreimal gewinnen, dann kriegt man den auch hier als Partner. Was haben wir hier? Optionen? Duellrekord. Okay, wir haben gerade unsere, ja, 50 Duelle haben exakt gemacht. Hier Take Duelle. Duelle haben wir 2, unsere Gewinnrate beträgt 73,2%. Das ist guter Wert. Deckwin. Ja, Fragezeichen, wir haben damit neu, glaube ich, duelliert, weiß gar nicht. So, man heißt Beschwörung, wir haben 300 Monster beschworen insgesamt. 30 gut Monster gemacht und 99 spezial beschworen. Das wäre ja fast glatte Zahlen. 17 Synchros haben wir gemacht. 143 Zauber aktiviert. 80 normale Zauber, Schnellzauber 18, Feldzauber 5, Konterzauber oder was? Konter Continuous. Ja, Konter glaube ich. Nee, Konterzauber gibt's auch nicht mehr. Weiß gar nicht, was Konter ist. Equip als Ausrüstung 31, weil wir so viele Krieger-Karten haben, Ritual haben wir noch keine. Geschwindigkeit haben wir eine, das war die Haupt Harpien-Ding. Harpien-Staubwedel. Fallen haben wir 120. Normale Fallen 86. Konter, ja doch, das müssen Konterzauber sein, ne? Konterfallen haben wir 25. Oder dauerhaft, genau, es sind dauerhafte Zauber. Oder dauerhaft, weiß gar nicht. Ja doch, dauerhaft. Das heißt Konter. Also Konterfallen haben wir 10. So, die L-Rekorde. Das Duell mit den meisten Zauberkarten hat 12. Geschwindigkeitszauber 1, sie hat man gerade. 8 Feinkarten, Rekord. Normalbeschwörung in 9, die Bubenbeschwörung in 2, Spezialbeschwörung 8 in einem Duell, das ist ziemlich gut. Und Synchrobeschwörung 2, Spielmarken sind 4, Change, weiß gar nicht. Maximaler Angriff 6300, könnte auch mehr sein, mein höchster Angriff insgesamt war 12.000, glaube ich, hatte ich den mal bei Grand Marshal der Aether. Max Damage. Oh Gott, das war so over 9000 mindestens, so 1 Million sogar, muss ich zugeben. Da habe ich eine Kombi gemacht aus Giftschlangensyndrom und das waren das Urmaterialdrache, genau. Urmaterialdrache, ja, sag mal so, erkläre ich zuerst Giftschlangensyndrom. Giftschlangensyndrom fügt dem Gegner 200 Lebenspunkte zu, Kampf, also Effektschaden, und der Schaden wird in jeder Runde verdoppelt. Das heißt, in der zweiten Runde 400, dann in der dritten 800 und so weiter. Und so ging es halt 30 Runden lang, bis es so ungefähr 1 Million war. War sogar schon der Zähler weg, also nicht mehr zu sehen. Und da habe ich dann später auf meinem iPod gerechnet, was für eine Zahl es war. Das war eine zehnstellige Zahl. Ungefähr. Und die hatte dann das Schaden gekriegt, mein Gegner, und dann habe ich gewonnen. Und genauso war es bei den Lebenspunkten, also maximal Lebenspunkt insgesamt war auch bei mir so dieser Wert. Durch Urmaterialdrache habe ich die Lebenspunkte immer bekommen, also Urmaterialdrache wandelt die Lebenspunkte immer in Lebenspunkte um. Also den Kampfschaden, also den Effektschaden wandelt in Lebenspunkte um. Das heißt, verliert man durch Dunkelschlangen Toretto, ja, nach 20 Runden, sagen wir mal 1 Million Lebenspunkte, wird man die, also kriegt man die als Lebenspunkte hinzu. Das ist eine echt miese Kombi.
So, zerstört im Kampf haben wir 11, zerstört von Effekten 5, eben zurückgelegt, also auf, vom Feld auf die Hand würde ich sagen, ist es. Haben wir 2 Handzerstörung, haben wir 2 Deckzerstörung, haben wir 4 Karten zerstört. Zurück zur Hand, okay, dann ist Remove was anderes. Haben wir 5 und Level Up haben wir noch keins. Union haben wir auch noch keins. Habe ich aber einmal offscreen leider gemacht. Wo einem hat aber dann nicht gezählt, glaube ich. Weiß gar nicht. Ja genau, habe ich verschiedene. Da habe ich die Union gemacht, habe ich aber versehentlich dann das Fenster geschlossen. So, Zauber, ja, seht ihr ja, unser kürzestes Duell war 6 Runden, mein kürzestes bei meinem normalen DS-Spiel waren 4 Runden. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Und mein längstes auf dem DS waren 80 Runden. So, jede Menge, und das sind andere spezielle Bonis, die man freischalten kann. Hier sieht man sogar über 20.000 Lebenspunkte Bonus. Konami-Bonus kenne ich gar nicht. Ja, Fusion haben wir auch noch keine gemacht. Ja doch, nicht so intensiv, aber Ritual haben wir auch noch keine gemacht. Das ist hier alles neu so entwickelt. Im 2010er wird es viel verstärkt und im 2011er auch, aber den 2011er Let's Play nicht aus dem Grund, weil die Gegner für einen Zug Millionen Jahre brauchen. So viel wie, ja, doppelt so lang wie im Tag-Duell. Und die Tag-Duelle im 2011 sind eine Katastrophe, selber dauert ein Zug von Gegner 10 Minuten oder so. Nun gut, dann hätten wir das. Jetzt haben wir auch die 5 Minuten totgeschlagen und dann kämpfen wir im nächsten Duell im Halbfinale. Gegen wen wird es wohl sein? Seid bereit, im nächsten Part kommt das Halbfinale. Bis dann, Servus!